Diplom-Ingenieurin Simone Kolbinger ist Gartenbauingenieurin der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und hat den Master in Phytomedizin an der Uni für Bodenkultur Wien absolviert. Sie ist bei Natur im Garten Fachberaterin für ökologische Pflege und sie wird uns einfache Lösungsansätze bei der Verwendung von alternativen Materialien im Garten vorstellen und die Schwierigkeiten des Plastikersatzes aufzeigen. Herzlich willkommen, Simone. Ja, danke Katja. Schönen guten Nachmittag, liebe Teilnehmende. Seht ihr jetzt den richtigen Bildschirm? Ja, alles Okay, perfekt. wunderbar. Die Technik ist ja ein Hund bekanntlich. Ja, hin oder her, ob Plastik im Wasser jetzt schädlich ist oder nicht, wir wollen es eigentlich auf keinen Fall im Garten haben. Und bei dem Thema Plastik im Garten könnte man jetzt ja auch bei dem Hintergrundbild zum Beispiel auch vermuten, dass ich jetzt einen Vortrag darüber mache, wie wir am besten die PET-Flaschen recyceln im Garten und es schön als Gartenschmuck herrichten. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern es soll eben darum gehen, wie wir Plastik im Garten vermeiden. Das haben wir jetzt eben schon von dem Vortragenden gehört vor mir. Wir haben ein großes Problem mit Mikroplastik im Boden vor allem und wollen auf keinen Fall eben, dass das auch in unsere Pflanzen oder ja, in unsere Pflanzen übergeht und am Ende vielleicht in unserem Körper landet, weil die erschreckende Tatsache ist eben, dass wir eine Kreditkarte Plastik in der Woche verzehren. Und das klingt wirklich sehr erschreckend und das müssen wir auf jeden Fall stoppen irgendwie. Und genau, jetzt soll es eben um Tipps für den Garten gehen, aber nicht nur jetzt für Hobbygärtnerinnen, sondern auch zum Beispiel, wenn Sie einen Betrieb zu Hause haben und die Produktpalette vielleicht auch erweitern wollen in bestimmte Richtungen. Oder auch in der Beratung können Sie vielleicht hier einige Tipps dann mitnehmen. So, also man kann eigentlich das Thema Plastik im Garten in zwei verschiedene so Themenbereiche einteilen. Es gibt einerseits die Einwegverpackungen eben, wie zum Beispiel die Pflanzenschutzmittelverpackungen. Hier ist es zum Beispiel auch gesetzlich festgeschrieben, dass Pflanzenschutzmittel in Plastikverpackungen verpackt werden müssen, damit zum Beispiel es kann nicht in Glas verpackt werden, damit es nicht, falls es runterfällt, keinen punktuellen Eintrag gibt in die Umwelt. Und deswegen ist es da zum Beispiel so, dass wir Pflanzenschutzmittel in Plastik verpacken müssen. Auch ist es zum Beispiel so, dass Erdensäcke oft eben aus Plastik sind. Und auch bei Düngerverpackungen ist es eben so, dass es oft in Plastik verpackt wird oder in Kunststoffen, in verschiedensten Kunststoffen verpackt wird. Und andererseits gibt es eben auch das Plastik im Garten, das dann dauerhaft im Garten verbleibt. Also zum Beispiel eine Regentonne oder wie ihr hier im Hintergrund seht, ein Unkrautvlies oder eben auch verbaute Bewässerungen. Und ich möchte jetzt zuerst kurz auf diese Einwegverpackungen eingehen. Und zwar wären wir da wieder bei dem Thema Grundstoffe. Wenn wir jetzt versuchen, möglichst wenig Plastik zu verwenden, dann sollten wir uns vielleicht auch unsere Pflanzenschutzmittel selbst mischen. Und das ist eben möglich mit den schon von der Gelinde vorhin genannten Grundstoffen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel sein Hochbeet füllt mit Blumenerden in Plastiksackerln verpackt, sollte man sich vielleicht doch überlegen, ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, dann eben die Erdenlose zu kaufen oder sich den Kompost auch selber zu machen. Bei den Balkongärtnern ist es zum Beispiel, kann man zum Beispiel auch, könnte man zum Beispiel überlegen, dass sie sich auch den Kompost oder die Erde in einen Behälter holen und dann mit nach Hause nehmen. Und dann muss man es halt natürlich irgendwie in den Aufzug bringen, zum Beispiel mit einer Sackrodel oder wie auch immer. Auf jeden Fall
müssen wir da irgendwie umdenken lernen und nicht nur dann 20 Liter Plastiksackerl kaufen, sondern eben wenn dann schon größere Mengen vielleicht auch und am besten lose. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Problem, das wir eben haben, was vorhin auch schon angesprochen wurde, das Plastik im Kompost. Die Qualitätskomposte, die von das Natur im Garten Gütesiegel haben, sind zum Beispiel gütegesichert und haben einen Grenzwert, also an Plastik. Und genau, das ist der Qualitätskompost A+. Das bedeutet, dass dort eben ein ganz bestimmter Grenzwert an Plastik enthalten sein darf, also Höchstmengen sozusagen. Außerdem kommen die Kompostwerke jetzt auch mittlerweile drauf, dass sie wirklich sehr moderne Sortieranlagen etablieren, und um das Plastik eben rauszufiltern, schon im Vorhinein dann. Ja, bei den Düngern ist es so, dass wir natürlich auch, es ist jetzt nicht jedermanns Sache, irgendwie den Flüssigdünger selbst zu machen, vor allem die Brennnesseljauche, die ja recht stinkt. Aber Flüssigdünger kann man sich auch selbst herstellen, sodass man hier keine Kunststoffverpackungen dann brauchen würde. Und manche Dünger sind eben wie auch zum Beispiel Alpaka, Dünger oder Schafwolldünger sind auch teilweise in Papiersackerln verpackt. Es gibt aber auch 10-Liter-Kübel beispielsweise, und diese Kübel, die gefüllt sind mit Dünger, kann man ja auch wieder weiterverwenden. Nur halt achtsam weiterverwenden und nicht unbedingt draußen stehen lassen, sodass das Plastik nicht spröde wird und man dann am Ende noch mehr Plastik produziert. Ja, und dann komme ich noch auf die andere Seite des Plastiks im Garten zu sprechen, und zwar das Plastik, das dann dauerhaft im Garten verbleibt. Und das wäre zum Beispiel, Schnüre oder Ranggitter, Gießkannen, Schneckenringe und so weiter. Und da haben wir von Natur im Garten uns eben Gedanken gemacht drüber, wie wir darauf leicht verzichten können. Und da fällt Ihnen wahrscheinlich jetzt auch schon einiges ein. Ich habe den Chat gerade kann ihn nicht beobachten, aber da wird wahrscheinlich schon wild geschrieben, dass wer was hernimmt. Zum Beispiel bei den Schnüren gibt es Jute, Sisal, Hanf, Flachs, Schnüre oder Motorsensenschnüre gibt es sogar auch schon kompostierbar. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt so einen Freischneider benutzen möchte, auch solche Scheiben verwenden, so Rotationsscheiben eben. Bei den Ranggittern ist Ihnen auch der Ideen freier Lauf gelassen. Da machen zum Beispiel unsere Kollegen bei Natur im Garten immer sehr schöne so Weidenranggitter im Schulgarten oder aus anderen Ästen. Und die kommen natürlich ganz ohne Plastik aus. Außerdem kann man natürlich auch auf Edelstahlranggitter zurückgreifen. Aber vor allem ist wichtig bei den Ranggittern, dass wir keine lackierten Metalle verwenden. Das wäre hier ganz wichtig. Oder überhaupt eigentlich bei den ganzen Gartensachen nichts Lackiertes zu verwenden. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Gießkannen haben wir natürlich auch aus Metall. Zäune gibt es aus Schilf, aus Weiden auch wieder. Oder Holz, Draht, Rasenkanten. Brauchen wir Rasenkanten überhaupt? Ist die andere Frage. aber da gibt es eben auch schon ganz viele alternative Materialien. Und auch bei den Etiketten beispielsweise könnte man auch Steine verwenden oder Email-Etiketten, auch wieder Metall und Holz. Wenn man zum Beispiel einsät, muss man ja nicht unbedingt das auf ein Plastiketikett schreiben, sondern könnte eben auch auf ein Stück Holz schreiben
um sich zu merken, was man angesät hat, oder man lässt es weg, so wie ich immer, und dann weiß ich nicht mehr, was ich ausgesät habe, aber das ist eine andere Geschichte. Auch bei den Töpfen ist es so, dass wir wirklich extrem viele Materialien haben, die auch sehr schön sind. Meiner Meinung nach sind Tontöpfe sehr schön. Da wird öfter berichtet von Leuten, dass sie die Flüssigkeit so extrem aufsaugen. Ich habe das noch nie beobachtet, aber es gibt auch Tontöpfe, die innen zum Beispiel mit so einer Lasur behandelt sind, sodass sie eben nicht so stark das Wasser dann saugen. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir, oder es ist ganz leicht zu empfehlen, dass man organische Dünger verwendet, die eben nicht keine Plastikhülle außenrum haben. Bei manchen mineralischen Langzeitdünger sind aufgrund der Wirkungsweise dann eben mit einer Plastikhülle umzogen, damit die eben sehr langsam den Stickstoff abgeben. Aber der ist sowieso mineralisch, was wir eh nicht beraten. Dabei ist natürlich auch noch das pilierte Saatgut zu nennen, weil dort auch teilweise Kunststoffverbindungen mit enthalten sind, die wir nicht im Garten wollen. Ja, ganz einfach und vielleicht ganz leicht auch in das Sortiment aufzunehmen, zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Endverkaufsgärtnerei sind, könnte man auch in die Produktpalette Gartenwerkzeuge mit hineinnehmen, die eben unlackiert sind. Und damit haben Sie schon mal einen wirklich sehr wichtigen Schritt gemacht, indem dass man einfach unlackiertes Werkzeug verwendet. Das Recycling von Töpfen ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Und in manchen Gärtnereien, das habe ich vorhin eben auch schon im Chat gelesen, ist es so, dass man auch die, das war jetzt vorhin ein Beispiel von Kräutern, glaube ich, von einem Kräuterbetrieb, wo man die Töpfe gleich im Betrieb zurücklässt und sie wirklich sozusagen nur die Wurzelballen kauft. Oder eben auch, wie hier im Bild zu sehen, im Hintergrund, ist wieder aufbereitetes Plastik und hat so eben auch den Lebenszyklus des schon produzierten Plastiks einfach verlängert. Der Potpourri-Topf wird auch in einigen Gärtnereien schon verwendet, aus Sonnenblumenschalen und Steinmehl oder Steinpulver. Und sie zerfallen ungefähr in 4 bis 5 Monaten. Das bedeutet, man kann sie sogar auch 2-mal oder 3-mal verwenden, je nachdem, wie lang die Kultur ist. In einer Gärtnerei in Österreich wird der Hanfi-Topf jetzt verwendet und dort werden sogar 2 Kulturen hintereinander drin produziert. Das ist eben ein Pflanztopf aus Hanffaser und der hält circa 6 Monate. Wenn man dann so einen Topf in der Gärtnerei kauft, dann würde ich die Pflanze nicht sofort eintopfen, sondern man kann sie eben nochmals den Topf verwenden. Auch dieser Topf aus Holzfasern hält auch bis zu 6 Monate. Und hier gibt es eben nicht nur den 9er Topf, sondern auch, ich glaube, der ist 19 cm groß, weil den Hanfi gibt es zum Beispiel auch nur, nur als sehr kleinen Topf eben, also auch nur in einer Größe. Und der Holzfasertopf ist eben auch ein bisschen größer und hält aber auch bis zu 6 Monate. Ja, Trays und auch Töpfe aus Altpapier gibt's. Und genau, man kann diese Trays eben auch teilweise vielleicht sogar wiederverwenden. Es gibt aber auch schon in bestimmten Organisationen so etwas, ein Pfandsystem, wo die Trays dann auch wiederverwendet werden.
Die sind aber aus Plastik, aber werden eben wie in einem Pfandsystem einfach wieder benutzt und immer wieder befüllt. Und müssen natürlich von den Kunden auch zurückgegeben werden. Das ist halt dann eigentlich immer das große Problem. Aber da geht es nicht an die Endkunden bei diesen recycelten, bei diesen wiederverwendeten Trays, sondern nur eben unter den Betrieben. Und da ist es natürlich leichter, wenn man diese Trays dann zurückgeben kann. Ja, noch eine Möglichkeit ist, die Kokosfaser, Anzuchttöpfe aus Kokosfaser. Hier ist die Kokosfaser eigentlich ein Abfall, aber es muss natürlich trotzdem importiert werden und muss auch aufbereitet werden, also gewaschen werden. Deswegen ist hier eben auch die Frage der Nachhaltigkeit dann, genau, stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Ich finde aber diese Kokosfasertöpfe halt sehr schön. Sie schauen halt auch im Innenraum sehr toll aus. Ja, prinzipiell kann man eigentlich dann, also mit dieser Folie will ich nur zeigen, dass man eigentlich viel upcyclen kann und auch viel Deko herstellen kann oder irgendetwas, etwas sehr schön aussieht und viel gestalten und den Ideen eben freien Lauf lassen, wie wir zum Beispiel aussehen wollen oder genau, dann kann man eben auch in den Betrieben oder auch in der Beratung einfach bestimmte Ideen einbringen und sagen, hey, schau, da könnte man zum Beispiel in Eiern aussehen oder so oder auch in solchen Kartonagen. Und dann sehen Sie noch ein Bild, das in Tetra Pak, also da wurde das Tetra Pak recycelt. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir das Tetra Pak dann auch aber entsorgen wirklich und nicht irgendwo rumliegen lassen, weil da das ist innen eben foliert. Und es wäre natürlich dann wieder nicht Sinn der Sache, wenn wir dieses Tetra Pak dann nicht ordentlich entsorgen. Aber das bringt uns dann eigentlich schon auf einige andere Probleme sozusagen, wo es noch nicht so einfach ist, das Plastik eigentlich auf Plastik zu verzichten. Und zwar werden in der Landwirtschaft oder zumindest im gewerblichen Gemüsebau werden oft Mulchfolien verwendet. Die müssen wir unbedingt vermeiden und müssen sie, wenn wir sie schon mal verwendet haben, unbedingt wieder ordentlich entsorgen oder ordentlich zusammenkratzen, weil die lösen sich auch teilweise ein bisschen auf durch Wind und Wetter. Und genau, ein Ersatz dafür wäre sozusagen der organische Mulch. Wir brauchen im Garten keine Mulchfolien. Da verweise ich jetzt auf die Vorträge von gestern. Wir haben, glaube ich, genug Materialien, um die Mulchfolien zu ersetzen. Ja, sogar auch abbaubares Plastik oder abbaubaren Kunststoff hätten wir sogar auch. Bei den Unkrautfliesen ist es auch so, darauf müssen wir auch unbedingt eben achten, dass wir so etwas nicht verwenden. Und wenn wir es verwenden, das zersetzt sich eben auch so sehr, dass wirklich ganz viele feine Fasern auf dem Boden liegen bleiben und wir wirklich Mikroplastik produzieren richtig. Unkrautvlies spielt eigentlich im Garten auch keine Rolle. Da haben wir wirklich, müssen Sie selber nachdenken, haben wir wirklich viele Möglichkeiten, das zu ersetzen. Was ein bisschen schwieriger ist, sind die Kulturschutznetze. Sie sind nämlich im ökologischen Pflanzenschutz eben sehr wichtig, zum Beispiel gegen den Kohlweißling oder Erdfloh. Und auch die immer wichtiger werdenden Wanzen im Gemüse oder eben die grüne Reiswanze oder auch die Baumwanze, da haben wir eben gute Möglichkeiten, mit Kulturschutznetzen dagegen zu arbeiten. Und hier gibt es zum Beispiel eine Baumwollalternative, die seht ihr im Bild. Für
im Garten ist es eine gute Möglichkeit, eben diese Baumwollalternative einzusetzen. Es hat nicht immer die gleiche Maschengröße, aber es ist, sie sind auch auf einem Weg, eben eine gute Qualität herzustellen. Und genau, und wir können sie eben gut verwenden. Dann kommen wir noch zu den Bewässerungssystemen. Hier ist es so, also man sieht ja im Hintergrund eine Rasenfläche zum Beispiel, die jetzt bewässert wird. Und da müssen wir uns natürlich zuerst einmal durch den Kopf gehen lassen, ob wir wirklich so eine Rasenfläche wollen. Eigentlich wäre eben ein Kräuterrasen empfehlenswerter, auch wegen den Insekten. Oder ich erinnere eben an die ganzen Vorträge, die wir jetzt die ganze Zeit gehört haben. Aber wenn wir eine Bewässerung verbauen, dann sollte das Polyethylen hochwertig sein. Also es sollte auch gütegesichert sein, es sollte druckgeprüft sein, weil oftmals, also viele Bewässerungen im Garten sind eben aus nicht zertifiziertem Plastik und sie können eben und haben eben recht minderwertige Rohrqualitäten. Dann kann es eben dazu kommen, dass verschiedene Arten von Plastik bei der Bewässerung miteinander verbaut werden. Und dann kommt es eben dazu, dass es zu Bruch kommt und dann im Boden eben wir das ganze Plastik drinnen haben. Außerdem ist es auch ganz wichtig, eben qualitativ hochwertige Bewässerungen zu verwenden, weil wir sie reparieren können und weil wir sofort reagieren können, wenn etwas nicht mehr stimmt. Bei den Gartenschläuchen ist es außerdem so, dass wir vielleicht ein wenig darauf achten, dass wir keine PVC-Schläuche verwenden, sondern eben eher Gummischläuche, weil im PVC eben auch oft Weichmacher drinnen sind, vor allem wenn sie sehr günstig sind. Ja, und eigentlich lautet jetzt die Devise nur noch Natur im Garten statt Plastik im Garten. Wir sehen nämlich eben, dass das Thema einerseits ganz leicht in die Praxis umzusetzen ist und andererseits eben nicht. Also wir müssen trotzdem noch uns um viele Alternativen wirklich großen Kopf machen und sie müssen auch noch gefunden werden. Und deswegen müssen wir alle unsere Köpfchen jetzt anstrengen und Ideen sammeln, wie wir Natur im Garten schaffen und nicht das Plastik im Garten unterstützen oder mehr machen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung.